Insider Daily. Nachmittagsupdate. Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Und wie vorhin angekündigt, wir haben zwei wirklich tolle Gäste. Zum einen ist bei uns Franziska Teubert. Sie ist die Geschäftsführerin des Bundesverbandes Deutsche Startups. Wir haben gesprochen über den Start-O-Mat, also quasi den Wahl-O-Mat der deutschen Startup-Szene, den der Bundesverband aufgesetzt hat. Man hat die Parteiprogramme, also quasi die Bewerbungsschreiben ans deutsche Volk, an die deutschen Bürgerinnen und Bürger durchforstet, hat nach Punkten gesucht, die für die Startup-Szene relevant sind und hat dementsprechend einen ganz normalen Wahl-O-Mat aufgesetzt. Wenn euch das ganz interessiert, wir verlinken das in unseren Shownotes. Einfach mal ausprobieren. Man bekommt auf jeden Fall einen ganz guten Einblick, worauf auch der Bundesverband gerade achtet. Es sind Themen, die hatte ich nicht alle im Blick, aber wahrscheinlich sind sie alle ziemlich relevant für die Zukunftssicherung des Innovationsstandortes Deutschland. Und vielleicht kennt ihr ja den einen oder anderen, der noch unentschlossen ist, der vielleicht aus der Startup-Szene kommt und nicht genau weiß, was er wählen soll. Wahrscheinlich hilft das am besten einfach den Link oder auch diesen Podcast hier entsprechend weiterempfehlen. Der andere Gast bei uns heute ist Dr. Leif Lundberg. Er ist von Xane und das ist eine Suchmaschine, die ist ziemlich faszinierend, geht auch gerade ziemlich durch die Decke. Gerade eine 10 Millionen Euro Runde abgeschlossen, geht jetzt nach Japan und ist natürlich total faszinierend. Die Frage, wie kommt man auf die Idee, eine Suchmaschine überhaupt zu bauen und worauf muss man da achten? Was sind die ganzen Details, die Hindernisse und. Geht es natürlich viel um maschinelles Lernen, um Algorithmen, aber es geht auch viel um Strategie, um Positionierung, Geschäftsmodelle und so weiter und so fort. Deswegen haben wir ein bisschen ausführlicher gesprochen. Ich hoffe, es ist in eurem Sinne. Es ist ein sehr technisches Interview geworden. Aber wie gesagt, man hat nicht alle Tage den Gründer und Erfinder einer Suchmaschine hier zu Gast. Von daher zwei tolle Gespräche, finde ich. Und wir legen auch sofort los. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise. Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Safdesk, der digitalen Buchhaltungssoftware. Die Gründer Fabian Silberer und Marco Reinbold hatten es sich zum Ziel gesetzt, Selbstständigen und Kleinunternehmern den Arbeitsalltag zu erleichtern. Als Söhne von Selbstständigen kennen sie das Problem der nervigen Buchhaltung und haben daher eine Plattform geschaffen, auf der Unternehmer ihre Finanzen stets im Blick haben und mit der die Buchhaltung einfach von der Hand geht. Sichere dir jetzt 100% Rabatt auf die ersten 6 Monate auf www.safdesk.de/startupinsider. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview. Jetzt zu Gast Franziska Teubert, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Deutscher Startups. Also ich freue mich sehr, Franziska Teubert ist hier, Geschäftsführerin vom Bundesverband Deutsche Startups. Hallo Franziska. Hallo Jan. Ja, ich freue mich sehr. Wir sprechen über den Start-O-Mat, den ihr rausgebracht habt. Gab letzte Woche eine Pressekonferenz dazu mit Brigitte Zypris und Michael Bröcker. Da hat Christian Miele so ein bisschen durchgeführt, was ihr da vorhabt. Aber vielleicht für die, die es nicht gesehen haben, vielleicht kannst du ja mal kurz beschreiben, was ihr da plant oder gemacht habt. Also mit dem Start-O-Mat wollen wir dem Startup-Ökosystem, den Gründerinnen und Gründern, nochmal mehr zeigen, wo die Parteien eigentlich beim Thema Startup stehen in ihren Parteiprogrammen. Wenn man sich die nämlich anguckt, dann gibt es so ein paar Hinweise, aber ist es natürlich noch kein eigenes Kapitel in den Wahlprogrammen. Und deswegen wollten wir Ihnen bei aus unserer Sicht wichtigen Themen für die Startups in Deutschland nochmal ein bisschen genauer auf den Zahn fühlen. Vielleicht kannst du die Spannung rausnehmen. Wo stehen denn die Parteien? Ja, ganz unterschiedlich. Ich glaube, alle Parteien haben klar erkannt, Startups sind sehr wichtig, sind Innovationstreiber in Deutschland. Die Corona-Krise hat auch nochmal ganz deutlich gemacht, wir müssen in ganz vielen Feldern uns noch mehr und schneller digitalisieren. Startups sind da natürlich die, die Lösung parat haben. Aber die Lösungswege, wie wir die Startups in Deutschland stärken können, wie wir bessere Rahmenbedingungen machen, sind bei den Parteien schon ein bisschen unterschiedlich. Ihr habt auf der Startseite des Start-O-Mats habt ihr, also vielleicht auch kurz die Webseite startomat.deutschestartups.org, aber wir verlinken das natürlich auch. Wer das machen möchte, kann sich das gerne mal selbst anschauen, aber ihr habt da eine Zusammenfassung, ihr habt durchgezählt quasi, welche Begriffe wie oft auftauchen und da fällt eigentlich auf, dass die FDP mit den Begriffen Startups und Innovationen vorne liegt und die Linke mit dem Thema Zukunft. Sind das die beiden Parteien, die sich so ein bisschen anbiedern und buhlen oder sind die tatsächlich am fortschrittlichsten? Also die FDP ist ja eine Partei, die Startups schon ganz lange auf der Agenda hat, die sich auch ganz stark für die Startups einsetzt. Von daher, das hat uns nicht so unbedingt gewundert. Aber wie gesagt, die Startups sind bei den anderen Parteien auch überall drin vertreten, aber vielleicht eben nicht mit dem Begriff Innovation so stark, wie es bei der FDP der Fall ist. Und die Linke mit dem Thema Zukunft, das ist eine eigene Art von Zukunft oder ist das eine Startup-Zukunft auch?
Es ist zum Teil auch eine Startup-Zukunft. Wir haben ja die Parteien auch gefragt, was so ihre Top 3 wären für die ersten 100 Tage, was die Startups angeht. Und man sieht bei den Linken schon, es geht auch viel um genossenschaftliche Ideen und gemeinschaftliches Wirtschaften sozusagen. Also das ist da vorne mit dabei. Und genau, andere Themen, die wir vielleicht unter die Top 3 gesetzt hätten, Mitarbeiterbeteiligung, Zukunftsfonds 2.0, die sind da vielleicht bei den Linken nicht ganz so stark. Ja, genau. Lass uns da vielleicht nochmal einsteigen, weil was man bei eurem Start-O-Mat wie bei jedem O-Mat, wenn man sie so nennen darf, nicht rausbekommt, ist die Gewichtung der einzelnen Themen. Vielleicht kannst du mal aus eurer Sicht sagen, was sind denn so die wichtigsten Themen? Jetzt hast du die Mitarbeiterbeteiligung schon angesprochen, aber ihr habt ja, glaube ich, so insgesamt so, ich glaube, so 13 Kernpunkte, jeweils mit 2 Fragen. Sind das die wichtigsten Punkte und welche werden davon am besten repräsentiert bei welchen Parteien? Genau, also wir haben 13 Themenfelder abgefragt und haben gesagt, okay, das ist aus unserer Sicht die Themenfelder, wo eben noch Handlungsbedarf ist, die vor allem für die Startups besonders wichtig sind. Einige haben wir schon besprochen, Mitarbeiterbeteiligung, Finanzierung. Es geht aber auch um Startup-Visum, also Thema Fachkräfte, Talente. Es geht aber auch um Bürokratieabbau. Und wir sehen, dass bei fast allen Parteien natürlich einzelne Themen davon ganz stark dabei sind. Aber es, glaube ich, in der Ausgestaltung dann schon Unterschiede gibt. Und wie gesagt, das Datomat soll keine Wahlempfehlung sein, sondern es soll vor allem die Möglichkeit geben, die eigenen Zielsetzungen und die eigenen Vorstellungen nochmal mit den Vorstellungen der Parteien abzugleichen und sich dann sein eigenes Bild zu machen. Und die Themen, die ihr hier ansprecht, welche Art von Unternehmen, welche Art von Startups sollen sich denn da repräsentiert fühlen? Weil ich hatte zum Beispiel das Thema Gründung an sich noch ein bisschen vermisst. Brigitte Zypris hat ja auch in der Podiumsdiskussion das Exist-Programm angesprochen. Das ist jetzt zum Beispiel bei euch hier, glaube ich, relativ wenig. Ihr habt so den Gründergeist und diese Gründungskultur insgesamt, aber so, dass man irgendwie mehr Leute noch zum Gründen irgendwie ja den Weg ebnet und auch so diese vielleicht Fehlerkultur nochmal im Mittelpunkt steht. Das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht gefunden. Wie kommt das? Es ist total wichtig und ist für uns natürlich auch weiter ein Faktor, also Fehlerkultur und vor allem die Gründungsbasis zu erhöhen, wie wir sagen. Also zum einen mehr junge Leute zu überzeugen, zu gründen, auch mehr Ausgründung aus den Universitäten zu stärken, aber natürlich auch die Diversität unter den Gründerinnen und Gründern zu erhöhen. Also ich glaube, dazu haben wir auch schon mal gesprochen. Es gibt immer noch zu wenig Frauen, die gründen. Es gibt auch Gründer mit unterschiedlichen Hintergründen, die dann vor anderen Herausforderungen stehen. Darum geht's uns ja auch. Und das haben wir in dem Start-O-Mat auch abgebildet. Und wie gesagt, es ist nur ein kleiner Ausschnitt. Ich glaube, wir hätten noch zahlreiche mehr Fragen gefunden, aber es soll ja auch für alle noch durchklickbar sein. Nee, das ist richtig. Ich habe mich nur halt eben gefragt, ob jetzt hier nicht schon erwachsenere Startups, weil sie ja eben, da geht es um Finanzierungsmittel, die vom Staat kommen sollen und sowas, die werden halt thematisiert, aber eben so ganz, du hast zwar jetzt die Hochschulen, das habe ich auch gesehen, das finde ich auch total legitim, aber ich weiß gar nicht, wie hoch der Anteil von Studierenden ist, die dann gründen und wie viele quasi Nicht-Studenten gründen. Das ist ja vielleicht auch nochmal ein Thema, was dann berücksichtigt werden müsste. Also wie kriegt man denn Entrepreneurship quasi in die, ich sag mal, vielleicht nicht ganz so gebildeten Klassen rein, ne? Genau, also ist total ein Thema, was wir auch super wichtig finden, muss man dazu sagen, es ist natürlich auch ein föderales Thema, kein Bundeswahlkampfthema unbedingt, ne? Also Bildung immer noch ein Landesthema in unserem föderalen System und deswegen da auch unterschiedliche Akteure dann da involviert sind, aber es ist ein wichtiges Thema, dem wir uns natürlich auch weiter annehmen wollen. Wie steht ihr denn, ich will jetzt hier kein zu schwieriges Thema aufmachen, aber wie steht ihr denn als Startup-Verband dem Thema Föderalismus gegenüber? Weil der ist ja wahrscheinlich, weil du es gerade ansprichst, ne, der ist ja an ganz vielen Stellen, müsste es doch da eigentlich ruckeln, wo man sagt, also Datenschutz ist plötzlich ein Landesthema. Jetzt habe ich gerade mitbekommen, ich hatte den Inas Nur Eldin von der Tomorrow Bank hier im Podcast, die wurden von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg abgemahnt. Also so Themen, wo man sich halt fragt, ne, wir haben das Thema Bildung und so weiter, also digitale Infrastruktur, sind alles Landesthemen. Passt das noch? Also ich glaube, unser föderales System hat seine Stärken. Mhm. Sie hat aber, glaube ich, in letzter Zeit auch seine Schwächen offen gezeigt. Also du hast Themen angesprochen, Bildungssystem, ganz schlimmes Thema jetzt auch mit dem Hochwasser in Ahrweiler. Wie funktioniert das mit dem föderalen System? Und ich glaube, wir würden gut daran tun, da auch mehr Kooperation und Zusammenarbeit möglich zu machen zwischen den Bundesländern und auch voneinander mehr zu lernen. Also es gibt ja in verschiedenen Bereichen unfassbar viele gute, positive Beispiele, die da auch innovative Ideen vorantreiben. Da würde ich mir mehr wünschen,
dass das eben auch in den anderen Bundesländern gesehen wird und einfach adaptiert wird und nicht jeder so sein eigenes machen muss. Und also Bildung ist, glaube ich, ein Thema, da müssen wir besser werden. Hm. Da müssen wir auch mehr zusammenarbeiten. Also ich glaube, die Startups haben ja jetzt gezeigt, dass sie in manchen Bereichen wirklich sehr, sehr gut sind. Dann gibt es jetzt wahrscheinlich so Themen, wo man sagt, die sind gesellschaftlich total wichtig. Also jetzt, ich würde mal sagen, Fintech zum Beispiel ist kein gesellschaftlich wichtiges Thema, aber zum Beispiel Nachhaltigkeit schon. Und sind das nicht Themen, wo die Startup, also ihr habt ja das Thema Förderprogramme oder Fördermittel hier auch und auch Ausschreibungen, das ist ja auch ein wichtiges Thema. Sollten da nicht vielleicht, sagen wir, bei Bildung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung tatsächlich irgendwie Startups noch viel mehr gefördert werden? Also ich glaube, Startups können da eben ein Teil der Lösung sein und ein Bereich, wie das ja vermeintlich sehr einfach funktioniert, den hast du gerade angesprochen, wenn wir es schaffen, es für Startups einfacher zu machen und die Hürden abzusenken, sich bei öffentlichen Ausschreibungen zu bewerben und auch die Möglichkeit zu haben, dann zu gewinnen, also ihre Lösung tatsächlich dann auch in den Markt zu bringen, dann würden wir ganz viel Vorschub leisten, was Digitalisierung in der Bildung angeht, bei der Nachhaltigkeit angeht, bei der Mobilität angeht. Und wir verschenken da ganz viel Ideen und Potenzial, die wir im Land schon haben, weil wir es eben nicht schaffen, sie bei diesen Ausschreibungen zu berücksichtigen und die Hürden so zu senken, dass sie eben eine Chance haben, sich da zu bewerben. Aber auch das ist zum Teil natürlich auch eine kommunale Aufgabe. Deswegen, also ein dickes Brett zu bohren. Ja, ne, deswegen hatte ich nach den Strukturen gefragt, ob man die nicht vielleicht mal generell nochmal auf den Prüfstand stellen sollte, ohne jetzt den Föderalismus an sich irgendwie in Frage zu stellen, aber dann vielleicht bei bestimmten Themen nochmal genauer hinzuschauen. Weil ihr habt ja zum Beispiel auch das Thema Plattformökonomie, ne? Habt ihr ja auch, das ist ja ein globales Thema und da frage ich mich dann immer, wie weit kann man sowas runterbrechen auf Länderebene, um dann überhaupt noch schlagkräftig zu sein? Genau, also das meine ich. Ich glaube, es braucht einen besseren Austausch, braucht ein bisschen mehr miteinander zusammenzuarbeiten und nicht jeder macht so seine eigene Lösung, sondern auch zu sagen, okay, das ist jetzt so die beste Lösung, die wir haben. Dann lass uns die doch breit ausrollen und für alle machen. Also wir stehen uns da, glaube ich, in manchen Punkten immer ein bisschen sehr im Weg. Und dann habt ihr über KI-Regulatorien hier gesprochen. Ist das für euch ein wichtiges Thema? Es ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiges Thema, nicht nur für uns, sondern auch für die KI-Startups. Also wir sind ja auch gerade in Vorbereitung für den neuen KI-Monitor, der dann im November rauskommt. Also nicht zu viel zu verraten, aber das Thema wird halt auch für die Startups sehr relevant und vor allem, wenn man sich dann den globalen Vergleich anguckt, wo eben KI auch relevant ist, USA, China, dann ist das, glaube ich, schon noch ein Unterschied, den wir machen können auf der europäischen Ebene, eben da mit klugen Regularien und klugen Ideen, wie das gut funktionieren kann, auch das Vertrauen in diese Technologie zu erhöhen. Ja, ich frage deswegen, weil ihr quasi das so als eine spezielle Technologie hervorgehoben habt. Ne? Ihr habt jetzt nicht Blockchain gesagt, ihr habt auch nicht irgendwie E-Mobilität gesagt, sondern tatsächlich KI. Finde ich auch nachvollziehbar, weil es so eine Querschnittstechnologie ist. Aber zeitgleich wollte ich damit fragen, ist das aus eurer Sicht quasi so der wichtigste Bereich, auf den man momentan gucken sollte? Es ist momentan, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Wie du sagst, es ist ein Querschnittsthema und das sehen wir auch, es hält in allen Branchen Einzug. Und es bleibt eben auch eine wichtige Technologie, auf die wir weiter setzen sollen. Deswegen haben wir sie da als einen stellvertretend rausgenommen im Startomat. Und sag doch noch mal was zu dem Thema Zukunftsfonds. Wo stehen wir denn da? Ja, der Zukunftsfonds macht sich auf den Weg, so wie er jetzt da im Kompromissverfahren auf die Beine gestellt wird. Aber wie gesagt, wir wollen da dranbleiben. Ich glaube, da können wir nochmal nachjustieren. Thomas Jatzombeck hat ja auch schon in dem Interview gesagt, vom Zukunftsfunk 2.0 gesprochen. Also da braucht es, glaube ich, noch Ideen. Verena Huppertz hat jetzt auch eine Initiative gestartet, neue Ideen zu sammeln, wie wir eben mehr in diese innovativen Unternehmen investieren können. Und deswegen ist es für uns eins der wichtigen Themen auch in der nächsten Legislaturperiode. Und dann habt ihr, und das hat mich ein bisschen gewundert, beziehungsweise einfach, weil es mir nicht ganz so klar war, das Thema ist die Vermögenssteuer. Habt ihr als Wachstumsbremse bezeichnet oder zumindest gefragt, ob das so ist? Also ne, das kann ja jeder selbst entscheiden, ob das dann für sich genommen eine Wachstumsbremse ist aus subjektivem Blickwinkel. Was ist damit gemeint? Also die Befürchtung bei der Vermögenssteuer ist ja die, dass eben Gründerinnen und Gründer, die durch ihre Finanzierungsrunden eine sehr hohe Bewertung für ihr Unternehmen haben, auf diese, ich sag mal, Papierbewertung dann eben auch echte Steuern zahlen müssen und natürlich eigentlich den Wert nicht auf ihrem Konto haben. Also das Geld, was sie an Steuern abführen müssten, ja quasi in Anführungszeichen Papier fiktiv ist. Und das ist natürlich eine große Hürde dann für Gründerinnen und Gründer, ihr Unternehmen groß zu machen, wenn sie dann befürchten, dass sie da eben steuerlich sozusagen belastet werden für eine Bewertung, die noch gar nicht sich monetarisiert hat auf ihrem Konto. Das ist die Befürchtung und haben wir auch
genau, mit einer Umfrage unter Gründerinnen und Gründern auch eben diese Sorge nochmal herausgestellt. Und uns geht es eben auf diese Herausforderung hinzuweisen, sollte die Vermögenssteuer in der nächsten Legislatur kommen, bei einer nächsten Bundesregierung, auf diesen Umstand hinzuweisen, dass das eben auch eine Innovationsbremse sein kann. Und wenn sie kommen sollte und dass der politische Wille ist da auf eine gute Austarierung und eine gute Gestaltung auskommt, um eben nicht da den Innovationshemmschuh dann mit zu gebären. Und ihr müsst ja wahrscheinlich als Verband dann sowieso mit jeder Regierung arbeiten können, ne, die dann kommt, also egal wie sie sich quasi jetzt zusammensetzt. Gibt es denn, du musst jetzt gar keine Namen nennen, aber gibt es denn bei euch klare Favoriten im Verband? Weil es gab jetzt zum Beispiel die ein bisschen kontrovers diskutierte Spendenaktion, wo glaube ich 500.000 Euro gespendet wurden an die FDP von, ich glaube, 10 Unternehmern und Unternehmen. Ist die FDP da möglicherweise der tatsächlich aus eurer Sicht der beste Kandidat oder möchtest du aber sagen, nee, es ist also, ich weiß nicht, wie transparent geht ihr da intern mit um? Also wir als Verband sind ja politisch neutral, das heißt, ne, uns geht es um die Interessen der Startups und die vertreten wir gegenüber jeder demokratischen Partei in Deutschland und mit denen, wir sprechen auch mit allen Parteien, wir sprechen jetzt im Vorfeld auch mit allen demokratisch gewählten Parteien außer der AfD. Also wir starten jetzt nächste Woche Dienstag mit unserer Serie Startups Meet Elephants. Wir haben alle Generalsekretäre eingeladen der Parteien und sie haben auch alle zugesagt. Im Gespräch mit Christian Miele, Lisa Grado und Lina Behrens werden sie uns Rede und Antwort zum Thema Startup stellen. Deswegen, wir reden da mit allen Parteien und deswegen der Startomat soll keine klare Wahlempfehlung sein, sondern eben Orientierung bieten. Und es gibt Parteien, bei denen Startups mehr auf der Agenda sind als auf anderen. Aber am Ende reden wir mit denen, die es dann am Ende werden. Und brauchen wir denn ein Digitalministerium? Das ist eine sehr schwierige Frage. Wurde auch sehr kritisch diskutiert bei unserem Launch-Event mit Brigitte Zypris und Michael Bröcker. Kann man auch noch mal auf dem YouTube-Kanal bei uns nachschauen. Es gibt eben Pro und Contra für ein Digitalministerium, verwaltungstechnisches Contra oder auch zu sagen, wir müssen da mehr Wumms hinterkriegen und es braucht einen Minister, der das an die Hand nimmt. Wir sind im Verband da auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, was für uns aber ganz, ganz klar ist, es braucht jemanden an der Spitze, Kanzlerin, Kanzler, der oder die am Ende sagt, das ist jetzt ein Prio-Thema und wir müssen hier wirklich was gestalten. Wir wollen hier wirklich, wirklich mal den Anschluss kriegen und wir dürfen da jetzt nicht weiter auf der Bremse stehen. Und das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt. Wie weit ist das Thema Digitalisierung da oben auf der Agenda? Wie weit ist das ganz oben auf der Agenda im Kanzleramt am Ende? Und wie das dann am Ende im Ministerium, in den verschiedenen Ministerien angesiedelt ist, das ist am Ende eine Ausgestaltung, die wahrscheinlich auch Gegenstand der Koalitionsverhandlungen sein wird. Aber uns ist ganz wichtig, es muss da ganz oben als Priorität auf die Agenda im Kanzleramt. Ja, ich hatte mit Doro Beer mal ein Interview geführt und da klang schon raus, dass sie halt eigentlich will, aber dann in vielen Punkten quasi einfach gehemmt ist, weil sie gar keine Durchsetzungskraft hat oder ne? Also ihr fehlt einfach das Mandat an der Stelle. Deswegen so ein bisschen die Frage, was, also vielleicht können wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Was hat denn die Bundesregierung bis jetzt in der letzten Legislaturperiode jetzt richtig gemacht und was hat sie denn vielleicht auch versäumt, also jetzt aus der Sicht der Startup-Welt? Also ich glaube, was sie gut hinbekommen hat, ist tatsächlich in der Corona-Krise eben in diesen Krisenzeiten da auch die Startups nicht zu vergessen und für die eben geeignete Instrumente hinzustellen, um sie durch diese Krise zu bringen. Großer Pluspunkt. Es hat die Bundesregierung auch verstanden, dass Startups wichtig sind und dass man vor allem auch Innovationen in den Universitäten fördern muss, auch eine Startfinanzierung braucht. Auch das haben wir in Deutschland ganz, ganz wundervoll jetzt geschafft und jetzt gilt es, dieses Ökosystem eben aufs nächste Level zu heben. Also wir sehen die Startups, ne, die werden jetzt älter, wir haben die ersten, die sehr erfolgreich sind, wir haben die ersten, die großen Exits hingekriegt haben und da wünschen wir uns, dass die Startups und vor allem auch dieses gewachsene Ökosystem eben mehr Aufmerksamkeit kriegt und dass es halt mehr ein Thema wird, ganz oben auf der Agenda im Kanzleramt. Jetzt wieder der Vergleich mit Frankreich, aber es liegt einfach so nahe. Macron hat das als sein großes Ziel ausgegeben, da eben noch mehr große Startups hervorzubringen, hat es geschafft, da klarere Verwaltungsstruktur zu schaffen, klarere Ansprechpartner zu schaffen und da einfach mit Strategie und mit Nachdruck eben was zu bewegen. Und das würden wir uns für die nächste Legislaturperiode und für den
nächsten Kanzler, die nächste Kanzlerin auch wünschen. Ja, man darf ja nicht vergessen, Celonis, ne, als jetzt Beispiel vielleicht eines der größten Startups hier oder wenn nicht sogar das größte in Deutschland, ist ja fast aus München jetzt eher in die USA, nach New York, glaube ich, gezogen. Ne? Also von daher sieht man ja vielleicht auch, dass da bestimmte, ich kenne jetzt die Hintergründe nicht, aber man sieht vielleicht, dass da die Rahmenbedingungen hierzulande auch Teil davon sind, ne, von der Ursache. Genau, genau. Also an den Rahmenbedingungen muss man, glaube ich, weiter arbeiten, Mitarbeiterbeteiligung, Talente, fairer Wettbewerb, die Exit-Möglichkeiten, die größeren Finanzierungsrunden in Deutschland. Da gibt es noch einiges zu tun, um im internationalen Wettbewerb mithalten zu können. Super. Du, und sag mal, dann vielleicht letzte Frage noch oder Anmerkungen. Was mich total gewundert hat, ist, dass ihr nicht, also ihr seid ja der Startup-Verband, dass ihr nicht quasi auch ganz junge und kleine Parteien irgendwie untersucht, ja, weil das wäre jetzt für mich total logisch, dass man da so irgendwie die Brücke baut und die Hand reicht und sagt, hier, wir, also ne, ihr habt euch jetzt auf die etablierten 5 oder 6 konzentriert, aber außer der AfD. Aber dass man vielleicht mal sich, ich weiß nicht, ein Volt oder wie auch immer sie alle heißen, anguckt und sagt, was steckt denn da vielleicht drin an Visionen, die man vielleicht irgendwie ja nach und nach aufbauen muss, wie so ein Startup. Genau, also dann wäre die Liste, glaube ich, sehr, sehr lang geworden. Ja, wir haben jetzt ja. Gesagt, wir orientieren uns an denen, die im aktuellen Parlament sitzen, die auch mit großer Wahrscheinlichkeit, so sehen die Umfragen gerade aus, auch wieder ins Parlament gelangen. Deswegen, also uns ging es dann da darum zu gucken, wer wird es wahrscheinlich ins Parlament schaffen. Aber hinter den Kulissen tauschen wir uns auch mit kleineren Parteien auf. Alles klar. Okay, Franziska, also jetzt haben wir ein bisschen länger gesprochen, aber ich glaube, es ist was wert. Haben wir denn was Wichtiges vergessen? Ja, alle wählen gehen natürlich, ne? Ende September, ja, ganz wichtig. Das ist selbstverständlich, hoffe ich. Genau, cool. Du, dann vielen Dank, dass du da warst und ja, weiterhin viel Erfolg. Wir verlinken den Startomat auf jeden Fall. Das kann man, ich würde sagen, in 5 Minuten ausprobieren. Hat auf jeden Fall dann wieder so einen Puzzlestein für seine Meinung. Genau, sehr gerne. Vielen Dank. Hier ein kurzer Hinweis an alle, die auf Jobsuche sind oder sich für innovative Startups interessieren. Startup Insider ist ständig auf der Suche nach neuen MitarbeiterInnen. Wir suchen RedakteurInnen, DatenexpertInnen, Sales-MitarbeiterInnen, WerkstudentInnen und viele mehr. Werde Teil unseres sympathischen Teams und begleite uns auf dem Weg zum führenden Informationsmedium der deutschen Startup-Szene. Bei uns dreht sich alles um Startups und Innovationen. Entsprechend modern und digital sind wir aufgestellt. Neben interessanten Themen bieten wir Herausforderungen, an denen man wachsen kann. Permanente Weiterentwicklung, eine tolle Teamkultur, faire Bezahlung und ein großzügiges Büro im Herzen Berlins. Klingt interessant? Dann schau doch einfach mal vorbei auf www.startupinsider.de/jobs oder bewirb dich proaktiv über unser Kontaktformular. Wir freuen uns auf dich. Jetzt zu Gast Dr. Leifnissen-Lundbeck, Co-Founder und CEO von Xine. Also ich freue mich sehr, bei mir ist Leif Lundbeck, ja, und ja, wir sprechen über, ja, ich weiß gar nicht, die Suchmaschine der Zukunft, der Xine, und ja, da gab es eine große Finanzierungsrunde. Ich freue mich erstmal sehr, dass du da bist. Hallo Leif. Ja, vielen Dank auch. Danke, dass ich hier sein darf. Super, ja, ich bin total fasziniert von dem, was ihr macht, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wie kommt man denn auf die Idee, eine neue Suchmaschine zu machen? Also letzten Endes, ich sag mal, ist das ein bisschen eine längere Geschichte, aber ich versuche es mal kurz zu fassen. Eigentlich hat uns vor allen Dingen gestört, dass es immer nur so eine Art Entweder-Oder gibt. Also das heißt, es gibt entweder komplett Privacy und man muss natürlich, wenn man auf Privacy geht, auf eine ganze Menge Dinge Rücksicht nehmen und eine ganze Menge auch rausnehmen oder nicht berücksichtigen, beispielsweise eben Personalisierung. Oder wir haben eben natürlich auf der anderen Seite sowas wie Google beispielsweise, was natürlich quasi alle Daten sammelt und dann natürlich auch in dem Zuge wesentlich bessere Suchergebnisse liefern kann. Und wir kommen ja quasi aus der Forschung und wollen, haben auch in der Richtung schon im Vorfeld gearbeitet und wollten vor allen Dingen eben dieses Trade-off beseitigen. Das heißt, etwas bauen, was quasi beides miteinander ja, vereinigt und quasi eben, wie wir es im Prinzip immer ausdrücken, diese Convenience durch Personalisierung mit Privatsphäre zusammenbringen, durch Technologie. Also das heißt, wir wollen eben mit Hilfe von Technologie eben diese Probleme beseitigen, statt jetzt nur auf beispielsweise Regulierung oder
Governance oder sowas zu setzen. Also so viel jetzt die Theorie. Jetzt habt ihr eine Finanzierungsrunde abgeschlossen über 10 Millionen. Das zeigt, dass ihr wahrscheinlich dabei seid, das auch richtig umzusetzen, was ihr euch da vorgenommen habt, ja? Genau, also wir haben wir hatten eine ganze Zeit, also knapp 2 Jahre lang in Stealth-Modus quasi diese Suchmaschine oder wie wir es eigentlich jetzt eher auch nennen, Discovery Engine oder Discovery Browser gebaut. Also wir haben quasi im 2017 oder 2018 rum gestartet und dann im letzten Jahr, Ende letzten Jahres eben auch den Launch von der 1.0 durchgeführt nach einer Beta-Phase und seitdem dann natürlich vor allen Dingen uns auf das Wachstum fokussiert, aber eben auch darauf fokussiert, eben weitere Features zu entwickeln und uns in eine ganz bestimmte Richtung auch weiterzuentwickeln, wo wir eine, Nische ist so ein bisschen das falsche Wort, aber wo wir im Prinzip unsere Zukunft sehen und kann ich später gerne nochmal drauf eingehen und genau, und jetzt haben wir dann Schritt für Schritt dann eben nach eben weiterem Wachstum eben auch bewiesen, dass es eben eine sehr starke Nachfrage gibt und dann jetzt eben den weiteren Schritt dann eben auch durchgeführt mit eben der Series A, um eben auch weiter in Wachstum zu investieren und eben auch in weitere Märkte. Aber ihr hattet ja vorher auch schon Kapital aufgenommen, glaube ich, in ungefähr sogar in gleicher Höhe, ne? Warum jetzt, also bitte nicht falsch verstehen, 10 Millionen Euro ist eine tolle Nummer, aber warum jetzt dann eine vergleichsweise kleine, also im Vergleich zur Vorrunde kleine Series A? Tatsächlich hatten wir vorher 2 Runden gemacht. Das heißt, also das ist, sag ich mal, das Gesamtkapital, was wir geraised haben. Das heißt, wir haben zunächst eben eine kleinere, initiale quasi Runde gemacht von 3 Millionen. Über 3,5 Millionen und dann haben wir nochmal eine Runde von, also quasi die richtige Seed-Runde gemacht von 5,5 Millionen, was dann insgesamt 9 sind und dann jetzt eben den nächsten Schritt 10 Millionen. Also das heißt Step by Step. Man muss dazu auch sagen, dass wir in dem Zuge, wie wir quasi auch unsere Technologie bauen, sehr skalierbar sind. Das heißt, wir brauchen eigentlich gar nicht jetzt irgendwie so, wie es, was man jetzt manchmal bei solchen Food-Delivery-Geschichten beispielsweise auch hört, ne, wo es dann um Milliardenbeträge gibt, geht. Das ist auch ein bisschen ein anderes Business, würde ich sagen. Ja, vielleicht kannst du euer Business noch mal ein bisschen beschreiben, weil ich hätte jetzt gedacht, im Suchmaschinenmarkt ist es so, entweder man findet den Heiligen Gral und dann geht es halt total ab und dann laufen die Investoren auch Sturm und wollen unbedingt viel Geld auf den Tisch legen oder man ist halt eher so im Experimentiermodus und seid ihr schon irgendwie. Also habt ihr quasi die Nuss schon geknackt, würdest du sagen? Oder vielleicht kannst du auch mal beschreiben, ich habe gesehen, ihr geht nach Japan. Das habe ich auch nicht ganz einordnen können. Warum ist das denn so? Das sind in dem Sinne 2 verschiedene Dinge. Also wir haben, wir sind noch sehr, sehr stark am Anfang, muss man dazu sagen. Das stimmt. Da ist auch nichts Schlimmes dabei. Denn das, was wir dort entwickeln, ist vom Grad der Komplexität natürlich sehr, sehr hoch. Und man muss sich natürlich schon sehr stark beweisen, wenn man beispielsweise gegen natürlich so große Namen wie Google beispielsweise ankommen will. Nun ist es so, dass wir nicht wirklich im Prinzip eine Suchmaschine bauen im reinen klassischen Sinn wie Google, sondern wir fokussieren uns eben eigentlich vor allen Dingen auf mehr so das Gebiet Discovery. Das heißt also, so, statt jetzt, sage ich mal, so dieses Thema Quick Search, man möchte wissen, was ist die Hauptstadt von England beispielsweise, ne, so solche, oder wo finde ich jetzt den nächsten Arzt hier, ne, wo man halt mal eben so eine kleine Suche macht, was eher wenig Engagement ist, aber viele suchen, fokussieren wir uns eher auf das Thema Discovery. Das heißt, wir extrahieren quasi Content aus dem Internet, hochgradig personalisiert, aber eben auch sehr stark in die Breite gehend. Und das heißt, wir fokussieren uns eher auf, ich sag mal, das, was man früher vielleicht auch als klassisches Browsing genannt hat, ne? Das heißt, man möchte neue Themen kennenlernen, man möchte einerseits explizit nach etwas suchen, aber wir extrahieren eben auch Content und bringen ihn in den Discovery Screen, also in den Home Screen. Und das heißt, wir sehen eigentlich eher so Produkte wie beispielsweise Google Discover oder früher auch Google Now als Wettbewerber. Und das ist eigentlich eher unser Fokus, ne? Das heißt, es geht eher wirklich um dieses reine Discovery und deswegen auch eher fokussiert auf den Mobile-Bereich als jetzt beispielsweise auf den Desktop-Bereich. Und ja, ja. Achso, ja, ja, bitte. Ja. Sorry.
Nee, genau, ich wollte noch was zu dem Thema Japan sagen, aber da können wir auch natürlich nochmal gerne separat sprechen. Sag gerne mal das. Ich finde das total spannend, weil ich kenne nur ein Unternehmen in Deutschland, Jimdo, die auch nach Japan gegangen sind und da sehr erfolgreich sind. Und ich frage mich jetzt gerade, was euch da an Japan so reizt, weil es jetzt für mich nicht, ist nicht so naheliegend. Ne? Die japanische Sprache ist komplett anders. Das heißt, da fangt ihr wahrscheinlich nochmal bei Null an eigentlich, ne? Nicht unbedingt. Wir haben unsere KI so gebaut, also unsere komplette KI läuft ja, also es sind tatsächlich mehrere KI-Modelle, laufen ja direkt auf dem Endgerät. Das heißt, sie adaptieren sich quasi an dem persönlichen Verhalten, was man aufzeigt. Und das sind quasi, ist ein Zusammenspiel von mehreren Modellen, die eben das den Text verstehen und den Text einordnen und dann eben auch das Verhalten im Prinzip im Zusammenhang mit dem Textverständnis bringen, um eben den besten Content zu extrahieren und auch zu bewerten. Und wir haben unsere KI so gebaut, weil dadurch, dass wir so wenig Platz quasi auf dem Smartphone haben und das quasi alles läuft direkt auf dem Smartphone, mussten wir sie eben auch sehr, sehr klein bauen und sehr schnell bauen quasi. Also sie muss sehr performant sein. Und deswegen haben wir sie so gebaut, dass sie quasi verschiedene Sprachen direkt in dem gleichen Modell erkennen kann. Das heißt, wir haben nicht verschiedene Modelle für verschiedene Sprachen, sondern wir haben sie eben sehr, sehr komprimiert gebaut und wir können dadurch eben beispielsweise auch also uns auf verschiedene Sprachen fokussieren auch. Wir haben sehr, sehr viele Sprachen drin im Modell, das heißt vor allen Dingen die europäischen Sprachen, aber eben beispielsweise auch Japanisch und können dadurch dann eben auch auf den japanischen Markt gehen. Zum japanischen Markt nochmal ich meine, was ist so reizvoll an dem? Ist es so, dass, ich meine, wenn du beispielsweise auch Xane mal ausprobierst, wirst du sehen, dass es hat so einen, sage ich mal, so einen leicht spielerischen Touch. Ne? Das haben wir explizit auch reingebracht, weil wir führen ja auch die Leute so ein bisschen so zusammen, so eine Art transparenten Weg zusammen mit einer künstlichen Intelligenz, wenn man so will. Das heißt, der Nutzer hat eben auch einen sehr, sehr, sehr großen Einfluss auf das Training. Also das heißt, wir lernen natürlich auch aus dem reinen Verhalten, wie man sich, wie man sucht beispielsweise, wo man raufklickt und so weiter. Aber der Nutzer hat immer noch das letzte Wort. Er kann im Prinzip sagen, okay, ich finde jetzt dieses Ergebnis passt überhaupt nicht und kann es im Prinzip einfach wegswipen. Und man kann die KIs dadurch auf sein eigenes Verhalten trainieren. Und wir haben in verschiedenen User-Tests eben auch verschiedene Märkte herausgefunden, die sehr, sehr gut laufen für uns, wo die Menschen sehr begeistert sind davon. Interessanterweise ist der größte Markt für uns der amerikanische Markt. Dort läuft, das ist der bei Weitem am schnellsten wachsende Markt für uns. Die europäischen Märkte tatsächlich gar nicht mal zwangsweise so, außer England und Deutschland. Und Deutschland, weil es ein Heimatmarkt ist, England ist relativ nah am amerikanischen Markt dran. Aber eben der japanische Markt gehört insbesondere dazu. Und dort ist beispielsweise eben die Nutzerbegeisterung bei Weitem am höchsten. Und das mag beispielsweise auch mit dieser hohen Technologiefreundlichkeit auch allgemein dort zusammenhängen. Und was häufig hier auch vielleicht nicht so auf dem Radar ist, dass der japanische Markt eben auch ein sehr, sehr, sehr stark Privacy, also Privatsphäre fokussierter Markt ist. Ne? Und das funktioniert natürlich bei uns eben natürlich in diesem ganzen Zusammenspiel eben auch sehr gut. Und kannst du mir mal verraten, wie ihr damit Geld verdienen möchtet? Weil du hast ja vorhin gerade beschrieben, ihr seid so in dem transaktionalen Bereich, da habt ihr viele Bereiche ausgeklammert, ne? So diese ganz schnellen Geschichten, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Das heißt, ihr seid in einer anderen Ecke. Ist das dann eher zum Beispiel, ich weiß nicht, Urlaubsbuchungen zum Beispiel? Ist das so ein Markt, der dann bei euch sich so logisch andockt oder Interieur oder so? Also so vielleicht solche Geschichten? Oder wie kann man damit überhaupt Geld verdienen? Interessante Frage auf jeden Fall, denn die häufigste Nutzung findet tatsächlich so im Bereich Content Discovery statt. Das heißt, dass man wirklich Artikel, Blogartikel und so weiter sucht, die auch gleichzeitig eben wieder vorgeschlagen werden im Discovery Screen. Das heißt, es geht eben sehr, sehr stark in die Richtung und beispielsweise nur als kleines Beispiel, Google wird im Durchschnitt dreimal pro Woche genutzt.
Also das heißt, 3 Google-Anfragen werden durchgeführt. Das ist natürlich pro Nutzer, jeden Menschen natürlich, meinst du, oder? Pro Nutzer, genau. Also es ist natürlich pro Nutzer natürlich, also viele Nutzer nutzen es wahnsinnig viel, andere Nutzer nutzen es kaum. Aber das ist so der Durchschnittswert. Und bei Xane ist der Durchschnittswert beispielsweise je nach Operating System, ne, also bei iPhones sind es beispielsweise um die 6-mal pro Tag. Und bei Android sind es so zwischen 3 und 4 Mal pro Tag. Das heißt, es ist ein vollkommen anderes Nutzerverhalten. Das heißt, es ist viel, viel stärker Engagement getrieben. Das heißt, ja, wobei also viel stärker. Wenn ich da kurz reinhaken darf, ich glaube, das ist schon Äpfel mit Birnen verglichen, ne? Weil also nichts gegen ist eure Nutzerzahlen, bitte, die sind toll, aber ich glaube, ihr habt wahrscheinlich eine sehr fortgeschrittene, innovationsfreudige Nutzerschaft. Und wenn du die bei Google dir angucken würdest, wäre die wahrscheinlich in einem ähnlichen Segment, oder würdest du nicht sagen? Nicht unbedingt. Also tatsächlich ist es sehr, sage ich mal, relativ allgemein und es ist so ein bisschen die Art und Weise. Das heißt deswegen, man kann es nicht mit dieser reinen Suchmaschine vergleichen, sondern man muss es eher vergleichen beispielsweise mit Google Discover, wo beispielsweise auch die Nutzungsrate viel, viel höher ist. Und das Interessante ist aber, dass wir dadurch, dass wir eher auf dieses Engagement fokussiert sind, gehen wir eher in Richtung Subscriptions. Das heißt, wir sind da jetzt gerade im Price-Testing und bringen dort dann eben auch das Subscription-Modell im Laufe dieses des Jahres 2021 dann eben auch raus. Das heißt, wir gehen dann eben Markt pro Markt dann eben vor und werten das dann quasi datenbasiert aus. Aber das finde ich super spannend, weil das wollte ich dich auch fragen. Es gibt ja in Amerika gerade, ich glaube, Neeva oder so ähnlich heißen die, ne? Google Executives, die jetzt irgendwie so 3 oder 4 Leute von Google, die ihre eigene Suchmaschine gestaltet haben. Und ich glaube, die kostet auch so um die $5 im Monat, habe ich, glaube ich, in Erinnerung, ne? Ganz genau, ja. Und das ist also ein Weg, den du für euch auch sehen würdest? Das sehe ich für uns auch. Also es hängt ein bisschen so von den Märkten ab, aber das ist eigentlich ein sehr, sehr ähnlicher Weg, den wir dort auch gehen. Das ist Neeva ist sehr spannend auch tatsächlich, weil das natürlich relativ viele Ähnlichkeiten hat. Neeva geht ein bisschen stärker in die wirklich allgemeine Suchrichtung, während wir mehr in diese Discovery und die Homescreen-Richtung geht. Das heißt also, für Neeva ist im Prinzip der aktive Search Screen wichtiger als für uns in dem Beispiel. Aber jetzt ist ja Google for free, also zumindest, man sagt immer, wenn es for free ist, dann bist du wahrscheinlich das Produkt hinterher, aber sagen wir mal, es ist erstmal für den Nutzer erstmal for free. Jetzt kommt ihr und sagt dann in so einer Größenordnung wie Neeva $50, $60, $70 im Jahr. Was ist dann der Mehrwert, den ich mir dafür erkaufe? Also warum glaubst du, dass Nutzer tatsächlich so einen Betrag, weil das ist ja schon eine Entscheidung dann hinterher, ne? Da kann ich auch zweimal mittelgut essen gehen davon. Was ist hinterher, oder einmal gut essen gehen, aber wie auch immer, ne? Aber also es ist auf jeden Fall eine Entscheidung, ne? Definitiv, ja. Nun, das ist, ich meine, erstmal ist natürlich die eine Frage, was der Preis wirklich wird, aber die zweite Frage ist, natürlich müssen wir dort im Prinzip einen größeren Mehrwert bieten. Also ich bin davon überzeugt, dass wir nicht mit den gleichen Features wie Google oder dass Google mit den Features, die sie haben, dort ein Subscription-Modell so ohne weiteres einführen können. Aus meiner Sicht funktionieren Subscription-Modelle vor allen Dingen dann, wenn man es wirklich täglich mehrfach nutzt. Und deswegen ist es so, dass beispielsweise für diesen Discovery-Feed, und wir sehen halt eigentlich vor allen Dingen Google Discover eigentlich als den Hauptcompetitor oder einen dieser Competitor, und es gibt noch andere, wie beispielsweise auch sowas wie Feedly oder so, die auch in Richtung Subscriptions gehen. Da funktioniert es deutlich besser als für etwas, wo man mal eben so eine Quick Search macht. Ne? Wenn ich jetzt mal eben einfach nur immer wieder solche Quick Searches machen möchte, wie was ich ja als Beispiel gebracht habe, welchen Arzt nehme ich jetzt hier nebenan oder was ist das beste Restaurant, dann akzeptiere ich das leichter, dass dort vielleicht ein paar Ads auch sind, weil ich kann das relativ schnell screenen und bekomme dann das sage ich mal, das beste Ergebnis. Genau, letzten Endes ist es so, dass aus meiner Sicht man eben diesen sehr, sehr starken Mehrwert liefern muss, aber eben auch natürlich der Markt so groß ist, dass es wirklich immer drauf ankommt, ne? Also man kann eben auch mit einem relativ kleinen Marktanteil in diesem gigantischen Markt von irgendwas zwischen 2 und 10% eben einen
in gewisser Weise wirklich Milliardenunternehmen werden, weil der Markt das einfach hergibt. Ne? Das ist etwas, was wirklich für jeden etwas ist. Nun muss natürlich aber eben auch jeder auch entscheiden für sich, wie wichtig ist mir beispielsweise das Thema Privacy, wie wichtig ist mir beispielsweise es wirklich Content auch geliefert zu bekommen, wie sehr brauche ich das für mich, genau, wie wichtig ist mir beispielsweise die User Experience und so weiter und so fort. Ne? Und ich meine, das Interessante ist wirklich aus meiner Sicht, dass der gesamte Markt, der gesamte Suchmarkt, der gesamte Discovery-Markt auch sich immer, also eigentlich immer vielfältiger wird. Ne? Das heißt, es gibt immer unterschiedlichere Modelle. Nutzer haben auch immer unterschiedlichere Vorlieben, wenn es darum geht, wie die User Experience ist, was für ein Content man geliefert bekommt und so weiter und so fort. Wie wichtig ist das Thema Privacy und so weiter. Und deswegen ist Google natürlich zwar so in gewisser Weise so der Mainstream-Anbieter. Und ich denke auch, dass Google in einer Position ist, dass sie auch immer wirklich ein extrem starker Anbieter sind, der eine gigantische Marktabdeckung auch liefert. Aber man sieht es, dass nicht nur im Suchmarkt Google in Bedrängnis gerät, sondern eben auch im Browsing-Markt, also das heißt auch Chrome, wird immer weitere Competitor, also Wettbewerber bekommen. Und deswegen ist der Markt ist einfach verändert er sich. Und von daher ist dort nichts wirklich gesetzt. Und ist es für euch hinterher so, dass jetzt erstmal Quantität wichtig ist, also möglichst viele Webseiten crawlen und Suchergebnisse erfassen, oder ist es eher die Qualität und dann vielleicht auch damit verbunden bestimmte Segmente, die man erstmal maximal gut erschlagen möchte? Also ich kann mir ja vorstellen, ein Vegetarier sucht anders als ein Wissenschaftler der Quantenphysik oder sowas, ne? Na, wir fokussieren uns sehr, sehr stark auf den Bereich News-Content beispielsweise. Das heißt, es geht eben sehr, sehr stark darum, das heißt, es ist sehr stark eben auch geschriebener Content und deswegen wird man in unseren Suchergebnissen häufiger solche Suchergebnisse einfach auch finden und eben auch der Discovery Feed ist natürlich auch viel, viel stärker darauf aufgebaut und von daher, ja, man muss sich eben sehr stark fokussieren und genau, und ich meine, das Thema Quantität, ich sag mal, spielt weniger eigentlich eine Rolle. Eine Rolle spielt eigentlich eher so ein bisschen so die Auslegung. Also das heißt, was wird, sag ich mal, wie stark hervorgehoben? Hm. Aber deswegen auch der Vergleich mit Feedly, ne? Wobei Feedly ja eigentlich ganz normale RSS-Feeds sind, die eigentlich gar nicht gewichtet kommen, ne? Oder? Ja, genau. Also ich sag mal so ganz allgemein kann man das sagen, aber sie bringen natürlich auch eine Gewichtung rein. Also das heißt, sie haben auch zu einem gewissen Grad eine Personalisierung. Ich meine, sie sind ja ein bisschen mehr fokussiert auf B2B, aber ja, also ich sag mal, es ist schon anders, sage ich mal. Das ist ein bisschen so eine andere Ecke. Wir sind natürlich ein bisschen mehr so im Suchbereich und da geht es nicht so sehr um das Thema RSS. Aber genau, man versucht es immer so ein bisschen so einzugrenzen natürlich. Und sag mal, ich bin über eine Personalie bei euch gestolpert, nämlich Dominik China ist bei euch investiert. Da habe ich mich gewundert, weil das klingt ja so ein bisschen so, als wärt ihr auch irgendwie im Krypto- oder Blockchain-Segment dann wahrscheinlich irgendwie unterwegs. Ist aber nicht so, ne? Nein, das ist nicht so. Letzten Endes sind Dominik und ich, wir haben uns in 2018 ungefähr, glaube ich, ich meine Anfang 2018 haben wir uns, kann auch 2019 gewesen sein, das weiß ich gar nicht mehr so genau, haben wir uns in Japan tatsächlich getroffen, interessanterweise. wir haben uns in der U-Bahn in Tokio getroffen, weil ich unhöflicherweise dort telefoniert habe. Übrigens mit bestem Empfang, 5G, und ich hatte dort mit einem von uns, der in Oxford war, der gerade im Department of Software Engineering telefoniert hat und dort kaum Empfang hatte, weil dort ist tatsächlich ein katastrophales Internet, wenn man so will. Und ich konnte dort sonst so viele Meter im Untergrund quasi perfekt mit perfektem Empfang telefonieren. Dadurch hatte er quasi jemanden gehört, der sich auf Deutsch unterhalten hat und war ein paar Waggons weiter, weil dort ist ja wirklich alles extrem ruhig und es war auch in gewisser Weise sehr unhöflich von mir. Naja, und dann ist er einfach dorthin gegangen wir waren dort beide, sage ich mal, ich mit Xane und er war dort mit IOTA unterwegs für einen Wettbewerb, weil wir dort nominiert waren für den Tokyo Metropolitan Contest.
Und genau, und da eben als, ja, wir waren die einzigen aus Europa. Und genau, und dann haben wir, sind wir ins Gespräch gekommen und dann, naja, quasi angefreundet. Und dadurch lerne ich meine, er ist natürlich auch sehr, sehr stark im Open-Source-Bereich unterwegs. Und das ist eben auch eine sehr, sehr starke Komponente von Xane. Das heißt, wir sind ja eben Open-Source. Das heißt, wir setzen eben sehr, sehr viel auf Transparenz. Das heißt, man kann eben auch nachvollziehen, dass unsere KI tatsächlich das macht, was sie eben auch verspricht zu machen und dass wir jetzt dort nicht irgendwas anderes umsetzen. Das kann jeder quasi auf GitHub nachprüfen. Und genau, und dadurch, und er ist ja natürlich genauso im Open-Source-Bereich unterwegs und dadurch passt es, sage ich mal, eigentlich ganz gut. Also das heißt, wir setzen eben beide sehr stark eben auf die Themen Transparenz und Privatsphäre. Und genau, und dadurch ist er, und er ist eben sehr, sehr großer Unterstützer einfach auch von diesem Bereich. Ja, aber cool zu sehen, wo man seine Business Angels treffen kann, ne? Oder kennenlernen kann. Ja, natürlich. Ja. Und sag mal ganz kurz, ihr habt jetzt auch noch weitere Personalien, irgendwie Schlüsselpersonalien kommuniziert. Das ist ja auch spannend, wer da jetzt bei euch alles anfängt. Ne? Das heißt also, die Story hinterher ist schon glaubwürdig und zieht, ja. Also zumindest bei den, wenn man sich die Namen hier anguckt oder die Positionen, in denen sie vorher waren und die Unternehmen, das klingt ja ziemlich souverän, ne? Ja, definitiv. Also ich meine, das ist natürlich jetzt einfach für uns die nächste Phase. Das heißt, wir haben jetzt natürlich vor allen Dingen die Herausforderungen weiteres Wachstum. Wir setzen hier sehr, sehr stark eben auch auf organisches Wachstum. Das heißt, dass wir wollen jetzt im Prinzip nicht eigentlich einfach irgendwelche Summen aufnehmen und die dann quasi mehr oder weniger 1:1 ans Google Ad Network weiterreichen, sondern dass eben auch ein wirklich ein sehr, sehr organisches Wachstum hervorrufen. Und dort ist Michael Briggs eben auch die ideale Personalie einfach, also Besetzung. Denn er hat quasi das ganze Growth-Team und den Growth-Bereich bei Skyscanner aufgebaut, vor allen Dingen eben mit einem wahnsinnig starken SEO-Bereich also eben auf einen sehr, sehr starken organischen Fokus. Denn so ein Unternehmen wie Skyscanner, also eben auch natürlich im Suchbereich, jetzt natürlich sehr dediziert auf Flugsuche spezialisiert, ist eben vor allen Dingen groß geworden damit, dass sie wirklich im Google-Ranking in dem Sinne immer eigentlich auf dem ersten oder zweiten Platz landen mussten, und zwar eben auch organisch, ne? Das heißt nicht ad-based. Ansonsten sind quasi die kompletten Einnahmen direkt für Ads weg. Und genau, deswegen ist das natürlich sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig natürlich dann auch noch die anderen Personalien, Daniel von Heil, gerade für den ganzen Bereich Partnerships und Finanzen eben eine wirklich sehr, sehr gute Besetzung. Vorher war er Head of Global Partnerships bei der Deutschen Bank beispielsweise. Und das ist eben auch ein Bereich, der für uns jetzt sehr, sehr wichtig wird einfach. Und vielleicht kannst du uns mal einen kurzen Ausblick geben. Also wir könnten jetzt wahrscheinlich noch ewig darüber reden, was macht gute Suche aus und was, ja, also ich verstehe total, wo ihr herkommt. Vielleicht kannst du nur mal kurz erklären, wo ihr hin wollt, also vielleicht oder wo ihr sein werdet in, so, sagen wir mal, vielleicht 3, 4, 5 Jahren. Japan habe ich jetzt verstanden, dass das ist für euch quasi fast so ein halber No-Brainer, klingt so, weil die Architektur eurer Software das einfach sofort hergibt. Aber sag doch mal vielleicht, wo steht ihr in 3 Jahren? Nun, also ich meine, wir haben jetzt, sage ich mal, eine ganze Menge vor. Das heißt, wir arbeiten vor allen Dingen jetzt eben auch an dem Partnerschaftsnetzwerk. Das heißt, wir gehen eben vor allen Dingen oder wachsen oder wollen vor allen Dingen eben mit Partnern wachsen. Das heißt, in Japan ist das fast schon ein Must-Have, ne? Das heißt, dass man dort mit Partnern zusammen geht. Und dort haben wir eben natürlich auch einen sehr, sehr starken Partner gewonnen, also mit der japanischen Telekom quasi, KDDI, die dort eben auch eine sehr, sehr starke Kontrolle über das Smartphone-Netzwerk in dem Sinne hat. Und das heißt, das ist für uns natürlich ein, ich sag mal, ein erster Baustein, aber wir wollen eben auch ähnliche Konzepte in anderen Ländern bringen. Und ein zweiter Faktor ist natürlich die Produktweiterentwicklung. Und wir sehen das ganze Produkt so, dass wir uns immer weiter in diese, ich sag mal, Feed-Richtung weiterentwickeln. Das heißt, wir werden immer besser darin, Content aus, ich sag mal, in dem Sinne, dem Internet, dem freien Internet zu extrahieren und immer besser zu lernen, welchen Content man dem Nutzer vorschlägt. Denn das ist eigentlich der Haupt-Engagement-Treiber. Und wir sehen beispielsweise bei uns, dass die Hauptnutzung der Applikation dahin geht, dass Content, der vorgeschlagen wird, eben genutzt wird
das heißt gelesen wird und dort eben auch dann in die Tiefe gegangen wird, ne? Also über Deep Search beispielsweise. Und das heißt, wir fokussieren uns immer weiter darauf und wir arbeiten daran, auch immer weiter in die Richtung Fullscreen zu gehen. Das heißt also, dass wir eben auch ein anderes Suchverhalten abdecken, anders als im Prinzip dieses traditionelle listenbasierte Auflisten von irgendwelchen Suchergebnissen. Das heißt, wir arbeiten immer weiter daran und gehen eigentlich eher in die Richtung kleinere Geräte. Obwohl wir jetzt kurz davor stehen, die Web-Version auch zu releasen. Das heißt also, Xane wird in dem Sinne auch in anderen Browsern zur Verfügung stehen. Das heißt, man kann es im Prinzip über ganz einfach eine URL aufrufen und die KI installiert sich dann im Prinzip automatisch innerhalb des Browsers. Das heißt, sie läuft dann quasi innerhalb des Browsers. Alle Daten bleiben auch innerhalb des Browsers und man kann Xane quasi überall nutzen. Trotzdem wird der Fokus weiter eigentlich eher in dem Smartphone-Bereich und eher vielleicht sogar in kleinere Geräte noch reingehen. Das heißt, beispielsweise in Autos, nun gut, ein Auto ist jetzt nicht unbedingt kleiner als ein Smartphone, aber die Bildschirme möglicherweise oder die Interaktionen sind anders einfach. Oder auch beispielsweise Smartwatches. Ne? Das ist, also es geht vor, wir sehen uns eher eigentlich in diesem Bereich als jetzt in dem Bereich Desktop. Und wo du gerade Partnerschaften ansprichst, ist dann nicht vielleicht eigentlich sogar das dieses Springer-Modell Upday mit Samsung, ist das nicht eigentlich sogar, sag mal, ein Paradebeispiel für einen Weg, den ihr auch gehen könntet? Also die sind ja wahrscheinlich sogar ein Competitor von euch, ne? In gewisser Weise. Also ich meine auch, ich meine gut, Samsung hat ja verschiedene solche Dinge auch schon, solche Konzepte, sowas wie Flipboard meine ich auch. Ich glaube, das gehört auch zu Samsung. Ach ja. Ich meine, in gewisser Weise schon. Wir sind ja, ich meine, ich bin immer nicht so der größte Fan davon, dass jetzt irgendwie jemand wie Samsung im Prinzip das etwas aufkauft und dann steht das im Prinzip vor allen Dingen den Samsung-Nutzern pre-installed zur Verfügung. Andererseits ist es so, dass wir offen im Prinzip eigentlich in solche Partnerschaften natürlich gerne reingehen. Das heißt natürlich auch, Pre-Installations können eine Rolle spielen dort durchaus. Genau, und ich meine, in gewisser Weise ist das natürlich schon sehr interessant. Aber dazu, denke ich, kann ich in ein paar Monaten etwas mehr sagen. Super, ja, das ist ein guter Hinweis, weil wir sind schon weit, weit über die Zeit. Von daher würde ich sagen, wir vertagen uns dann tatsächlich auf in ein paar Monaten. Ist aber auf jeden Fall super, super spannend, was ihr macht, finde ich. Und ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass die zumindest mal die nächsten Schritte sich so erfüllen, wie ihr das vorhabt. Halt mich gerne auf dem Laufenden. Also wenn ihr Neuigkeiten oder Updates habt, dann sagt gerne Bescheid, ja? Sehr, sehr gerne. Super, hat großen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Wunderbar, mir auch. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das waren Franziska Teubert, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Deutscher Startups, und Dr. Leif Lundbeck von Xane. Ich fand's wieder cool, muss ich sagen. Ich habe wieder viel gelernt und hoffe, ihr hattet auch Spaß mit uns. Wie immer die Bitte an euch, wenn dem so sein sollte und ihr uns gerne zuhört, helft uns gerne, diesen Podcast bekannter zu machen. Am besten A, wenn ihr uns auf LinkedIn folgt, B, wenn ihr Freunden, Bekannten, Kolleginnen und Kollegen davon erzählt, und C, natürlich freuen wir uns immer über Bewertungen auf iTunes oder Apple Podcast. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, das hilft uns am allermeisten, diesen Podcast auch bei Apple bekannt zu machen, und das sorgt für Reichweite und damit können wir natürlich noch mehr Leute erreichen, die sich dann hoffentlich genauso gut nach dem Hören fühlen wie ihr. So, in diesem Sinne vielen Dank dafür und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao. Diese Folge wurde präsentiert von Safdesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr Informationen unter www.safdesk.de.